Hallo Leute und herzlich willkommen hier auf dem Kanal der Captain Shift. Ich bin Captain Yamato und begrüße euch recht herzlich. Wir sind wieder hier bei Stardew Valley. Ich muss direkt vornherein sagen, es ist mir was Merkwürdiges, Schlimmes passiert. Was heißt schlimm? Es ist nicht besonders schlimm, aber wie ihr seht, ist heute der 24. In der letzten Folge war aber erst, oder wäre erst der 23. gewesen. Was ist passiert? Ich habe versucht aufzunehmen und habe, nachdem ich einen Tag beendet habe, festgestellt, oh, hör mir auf, ich habe gar nicht das Aufnahmeprogramm gedrückt. Ja, da habe ich also quasi schön einen Tag lang meine Stimme aufgenommen, aber kein Bild dazu. Das war nicht so prickelnd, darum ist heute schon der 24. Hoffentlich verzeiht ihr mir das. Es ist nicht viel passiert, ich habe ein bisschen Geld bekommen, habe irgendwie noch so eine Geoden gefunden, als ich ein bisschen fischen war. Und habe, glaube ich, ein bisschen was abgegeben. Wartet. Hier, im Fischtank, hier. Da, hab ich noch ein paar, eine Muschel oder so, hier, so hat irgendwas auf jeden Fall da reingepackt. Ich glaube, das war's auch schon. Und heute ist auch automatisch gleich hier, konnte man aber die Soße ja gucken, aber hatten wir aber schon. Wusste man schon, was wir da gucken können. Ne, warte mal, scheiße. Und wann der Mist jetzt? Heute? Heute. Heute? Ich glaube, heute ist das. Heute ist nämlich, genau, heute gab es nämlich eine ganze Menge zum Ernten. Und heute war nämlich auch dieses komische Blütenfest. Das ist nämlich heute gewesen. Genau. Dann ernten wir hier mal schön. Was ich noch sagen wollte, genau, ich bin jetzt auch für alle, die es interessiert, ich bin jetzt auch auf Facebook zu finden. Ihr könnt mich unter der Captain Shift auf Facebook gerne meine Seite liken und weiterverfolgen. Da werde ich auch alle möglichen Informationen, die meinen Kanal angehen, posten. Oder ihr könnt auch gern mit mir in Kontakt treten, wenn ihr Lust habt. Ich bin gern bereit, mich euren Wünschen und Fragen zu stellen. Sollte es welche geben. Habe ich das gekriegt? Ja, ich habe hier noch ein paar anderes. Sehr schön. Jetzt haben wir nämlich 5, jetzt können wir das nämlich auch wieder noch so ein weiteres Dings machen. Den Rest brauchen wir nicht. Was können wir eigentlich in eine Tonne... Ah ne, warte. Nicht so schnell, wir wollten ja unseren... Den habe ich mir nicht neu gebaut, stimmt, das war auch noch. Das war so dieser komische Pickelautomat. Der macht halt so... Sachen, eingelegte Sachen macht der halt. Stellt der her. Habe ich jetzt immer ein paar Kartoffeln reingeschmissen. Gibt es ein paar eingelegte Kartoffeln. So, jetzt muss ich auch erstmal hier ein bisschen gießen. Für die restlichen Sachen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich jetzt auch heute noch Samen kaufen kann. Ich glaube nämlich nicht, wenn dieses komische Fest ist. Ich müsste heute nämlich anpflanzen, damit die in 4 Tagen, am 28. ist der letzte Tag, fertig sind. Problem, wenn ich jetzt morgen anpflanze, schaffe ich das nicht mehr rechtzeitig vor Ende Frühling. Wir werden wahrscheinlich noch bei dieser Aufnahme... Ende des Frühlings schaffen? Oh, ich weiß noch nicht, weil ich wollte diesmal nicht so lange aufnehmen, weil ich ein paar andere Sachen aufnehmen wollte. Weil ich mal wieder Zeit gefunden habe. Ein paar mehrere Sachen. Lieber ein paar mehr Sachen, anstatt immer nur eins. Muss ich jetzt Zeit mal immer mal gucken, wie das mit der Zeit funktioniert. Dann entschuldige ich mich dafür mal wieder, dass ich wieder kaum Zeit gefunden habe, was aufzunehmen. Ihr wieder so lange warten musstet auf neues Material. Aber kein Problem. Ihr werdet jetzt immer informiert. Wie gesagt, auf Facebook. Hallo, Ari. So, dann hätten wir das schon mal. Kann ich mal gucken, ob der Schmied auf... Ich glaube aber nicht, aber ich glaube, es ist auch eher dieses Fest heute. Lauf! Junge, lauf! Ist doch ganz schön laut. Ich muss ja hier mal ein bisschen meinen Ton runterdrehen. Ja, fast schon ein bisschen zu laut. Ja, okay, das Flowerfest ist heute. Aber ich kann auch gar nichts kaufen, oder? Es ist auch nicht niemand hier. Nee. Gut, dann gehen wir mal das Flowerfest gucken. Schneller! Wir haben nicht alles gemacht. Wir haben... Warum rennst du hier noch rum? Es ist der Blumentanz. Heute ist Blumentanz, mein junger Freund. Komm mit zum Blumentanz. Juhu! Ach, guck an. Jetzt werden wir gleich hingebeamt. So, das ist nämlich auch die einzige Straße, die ist eigentlich nur einmal in diesem Jahr ist die hier offen. Nur zum Flower Dance. Aber wir können eh noch mit keinem tanzen, weil wir noch nicht genug Liebschaft mit irgendjemandem haben. Was gibt's denn hier Schönes? Oh, das Rezept dazu. Und ein Rare Scarecrow. 2500, wie habe ich denn? Das Rezept kaufe ich mir auf jeden Fall.
Brauche ich dafür? Super Flowers? Ich will ja keine Flowers kaufen, also ich habe jetzt das Rezept dafür. Was haben wir hier? Collect all. 5 of 8. 5 von 8. Könnten uns das noch leisten, haben aber ja keine Samen. Aber wir haben heute gut verkauft, also ja, wir kaufen das. Wir kaufen uns die. Kaufen uns die! So, was ist mit dir? Nee, das können wir vergessen. Ich wollte eigentlich nur mit dir reden. Hallo, junger Mann. Nein, mit dir. Mit ihm. Nein, ich will auch nicht, dass Elliot mein Dance-Partner ist. Meine Güte. Könnte schwierig sein. Ja. Aber stimmt. Nein, ich will auch nicht, dass sie mein Dance-Partner ist. Hm. Nein, ich kann hier überhaupt... Ach, alle, ich will doch nur mit euch reden. Redet doch mal mit mir. Ich will nicht immer mit euch tanzen. Ja, sie wird die Flower Queen werden. So, was ist mit dir? Mhm. Ich glaube, der nicht. Ich werde heute, glaube ich, nicht tanzen. Ich glaube, es will niemand mit mir tanzen. Was labert ihr? Eine exzellente Soße. Ja, vielen Dank. Typ. Mit dir, willst du mit dir tanzen? Tanzen, tanzen! Will jemand mit mir tanzen? Tanzen! Mhm. Nein, ich will auch nicht mit Sam tanzen. Mit ihr auch nicht, mit ihr auch nicht. Ja, ich habe sehr. Ich finde die sehr schön, die Flowern. Die Blumen. Ja, er mag sie nicht. No, not yet. Hallo. Nein, ich möchte auch nicht, dass er mein Tanzpartner ist. Oh, ich muss ja kurz die Maus ein bisschen verstellen, so. Ah, das ist immer das Single. Ah, oh, Gottes Willen. What a shame. Ja, der Frühlingsball ist vorbei. Das stimmt. Sehr schade drum. So, Haley. Letzte Chance. Mist. Damn it. Ja, okay. Dann brauche ich gar nicht jetzt fragen. Alles klar. Ja, komm, lass uns anfangen. Das Ding ist gegessen. Ja, komm. Ich habe keinen Tanzpartner gefunden. Es tut mir leid. Ich bin so unbeliebt. Tanz zu mich. Das sind übrigens, diese Konstellationen sind übrigens die Leute, die denn zusammen wären, glaube ich, wenn man keinen Partner findet, den man heiratet. Wenn das, glaube ich, die Single-Konstellation. Aber man kann ja mittlerweile auch, glaube ich, andere heiraten. Gibt ja, glaube ich, jetzt mittlerweile noch ein Single mehr, oder? Das war schön. Lass uns nach Hause gehen. Super, überhaupt nichts passiert. Oder? Warte. Nee, Jodie nicht. Irgendwen konnte man doch noch. Penny? Nee, die war auch schon. Nee. Okay, jetzt sind doch die gleichen. Aber es soll später mal kommen, dass du, glaube ich, Emily noch heiraten kannst oder so. Das soll, glaube ich, mal kommen. Das haben sie zumindest hat der Entwickler mal gesagt. Bin eh erst recht gespannt, was noch so passieren wird. So, Farming. Okay, jetzt kann ich mir aussuchen hier. Level 5 erreicht, das heißt, man kann sich eine Fähigkeit open. Entweder die Sachen der Tiere wird 10% mehr wert, also die Tierprodukte, oder die Pflanzenprodukte werden mehr wert. Ich weiß gar nicht, was ich genommen habe letztens. Ich glaube, es ist später durchweg besser, wenn man... Weiß gar nicht. Ich glaube, ich nehme Tiere, ich bin Rancher. Jo. Pan ist aber gar nicht mehr so viel gebracht, ey. Oh, das ist halt billig. Es ist auch billig im Verkauf. Mist. Aber ja, gut, wir haben den 25. Wir nähern uns dem Ende des Frühlings. Anpflanzen bringt das ja gar nichts mehr. Living on the Land, gucken wir uns das an. Was sagt er uns? Ja, Fruchtbäume. Okay, alles klar. Oh, Erdbeeren. Ey, die Erdbeeren sind noch reif geworden. Ich krieg die Meise, ey. Yes. So, die letzten paar Nips. Einmal haben wir eine Erdbeere gekriegt. Wahnsinn. Und bei Erdbeeren sind so eine krassen Sachen.
Hätte ich, glaube ich, habe einen Fehler gemacht. Ich hätte die nicht. Ich werde mir die aufsparen. Ich werde mir Erdbeeren aufsparen. So, ich werde mir nämlich die richtig guten Erdbeeren aufsparen. Und die dann nämlich zu. Ich werde mir alle auf Erdbeeren aufsparen. Ich werde die im nächsten Frühling, sobald ich so ein blöden, komisches Ensamer habe. Ah ne, das dann brauche ich auch noch runter, muss das ja noch hier analysieren, das Ding. Sobald ich so ein Samengerät habe, um das herzustellen, werde ich da Samen draus machen. Also so ein, wie nennt man das Ding? Mann, nicht ein Samen. Was für ein Blödsinn. Ach, ich weiß nicht, wie das heißt. Jungs, es fällt mir nicht ein. Mensch. Ja. Samenhersteller, so ein Gerät, was aus Früchten halt Samen macht. Und das werde ich mir da hinstellen. Und daraus werde ich einen Erdbeerseeds machen. Weil die sind so selten, die kriegt man so schlecht gekauft. Dass ich mir einfach sage, darauf warte ich noch. Ich krieg ja irgendwo, wenn ich mein Haus mal ausgebaut habe, einen Kühlschrank, dann packe ich das Ei hier alles rein. So. Hoffentlich wird das hier noch fertig. 3 Tage, ich glaube noch eben mal. Ne, eben mal schaffen die es nicht nochmal. Gucken. Vielleicht doch, vielleicht kriege ich noch eben mal Erdbeeren. Schauen wir mal. Wir können die Zeit jetzt nutzen zum Fischen. Wir können die Zeit nutzen, um unsere Geräte abzudaten. Ja, nur noch 5 Minuten. Komm her, war hier Problem. Bitteschön. So. Schauen wir mal, wie hinten das Zeug schon bereit ist. Nope. Ich wollte da sowieso noch eins für ihn herstellen. Bisschen Kupfer, aber ich wollte das Kupfer eigentlich genauso. Ach, das ist alles schwierig. Ich wollte das Kupfer doch nehmen, um damit Dings herzustellen. Ihr wisst schon. Um meine Sachen abzudaten. Oh, ein Buch. Ein Buch. Found Lost Book. The Library has expanded. Achso, die hat sich vergrößert. Alles klar. So. Ein bisschen was sammeln. Ich fände es eigentlich auch gut, wenn man so einen Tag, bevor man, weiß nicht, so früh Sommer ist, dass man da schon was kaufen könnte. Damit man schon direkt den ersten Tag kommst raus aus dem Haus, bam, 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 los geht's. Anpflanzen, anpflanzen. So, morgen hat Pierre Geburtstag. Nein, ich will dich nicht allein lassen. Du siehst einsam aus. Unterhalte dich doch mit mir. Hallo, Penny. Ja, das ist echt gut. Dass man eine Bibliothek hat. Im kleinen Dörfchen hier.